Meine lieben Freunde, es ist wieder soweit. Ostern ist angesagt. Nee, aber wir haben Eier. Nicht nur unsere, sondern auch die hinter uns. Da freust du dich, wenn du dicke Wumme in der Tasche hast, ne? Habe ich überhaupt meine Wumme auch dabei? Ja. Hier. Die Wunde, womit ich die Wand schieße. Das ist übrigens meine, die habe ich gefunden. Kann das sein? Ist das die, die ich... Die habe ich hergestellt. Ah, okay. Ich meine, ich hätte einen Sniper-Rifle, Text-Sniper-Rifle irgendwo... Du hast einen ganz normalen Blueprint für eine Deck-Rifle gefunden. Das, was du gerade in der Hand hattest. Ach so, okay. Ich meine, ich hätte irgendwie einen Sniper-Dingsbums gefunden. Also egal, ist ja Wurst. Vielleicht für eine normale Rifle. Nö, keine Ahnung. Warum hast du eigentlich so eine braune Schulter? Was hast du das extra angemalt, so komisch? Die Schulter so braun. Die Flügel. Okay, die Schulter so braun aus. Sieht hier irgendwie alles frostet aus. Alles so schön blau und tech und das, Alter, die Schulter und der Bauch ist voll verrostet. Ja. Die Standardfarben, das ist bei dir noch genauso. Okay, komisch. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sieht irgendwie so billig aus. So eine Stufe Level 1 Tech Rüstung. Das ist noch diese billige. Oh Gott. Alter, ist ein Loch in den Boden geschossen. Okay, ja. Leute, ich zeige euch mal meine Eier. Unsere Eier. Da. Ja, Dex, die kann man nicht sehen, also die sind so klein. Meinst du? Guck mal hier. Siehst du nicht, weil sie zu klein sind. Wir sind auch nicht. Wir müssen noch was warten. Brühzeit knapp 30 Minuten. Und wir haben das natürlich jetzt wieder so vor. Wir haben ja gesagt, dass die letzten Schritte werden jetzt. Wir sind sowieso jetzt kurz vom Ende. Wir machen jetzt Cut. Und warten dann, also ich mache jetzt dann, wenn die schlüpfen, dann, wenn wir dann immer wieder, denke ich mal, vielleicht ein paar Imprints werden wir vielleicht noch mit aufnehmen, mal gucken. Und dann, wenn wir sie wieder groß sind, und dann machen wir wieder die nächsten Eier. Und das läuft dann über ein paar Tage lang. Aber das werden wir schon schaffen, Leute. Das werden wir schon schaffen. Ich muss mal ganz kurz vorher was zeigen, was sehr schön geworden ist. Ich fliege mal rüber zum Haus. Wir haben irgendwie keine Bäume mehr. Da. Sieht das nicht schön aus? Das sieht doch geil aus. Vor allen Dingen der. Ach, Dex, ja? So zur Info. Akuma hat die Erlaubnis gegeben, dass wir ihre Wölfe töten dürfen. Ja, das ist, machen wir noch. Können wir ja mitnehmen in den Fight. Ja, also daran dachte ich halt, das würde ich mitnehmen. Ich habe gesagt, Akuma, und können wir dann den Wölfe dann töten, wenn du heute Extinction ja für dich durchgespielt ist? Ja, kein Problem. Damit kannst du mich nicht locken. Okay. Nein, ich finde das übrigens, natürlich nicht. Finde ich übrigens voll geil, weil ich finde, der Ice Titan. Finde ich jetzt nicht unbedingt den besten Titan, aber trotzdem hat er den dicksten Kopf, ne? Und macht sich hier voll breit, ne? Ist er der dickste? Findest du? Ich finde den dicksten ganz klar den. Naja, okay. Dünnsten, breiten, dicksten, längsten. Aber so vom Verhältnis hat der Ice Titan. Die Ice Titan Trophäe fast Ähnlichkeit mit dem Original. Und das finde ich ja wohl ein Witz hier. Warum ist denn das so klein, das Ding hier? Ja, wie willst du das Riesenschädel? Das ist ja eigentlich alles ein Schädel gewesen. Ja, aber wenigstens was größer machen. Oder das hier auch, finde ich auch ein bisschen zu klein geraten. Im Gegensatz zum Eis. Der Eis hat auch viel größeren Schädel. Ja, aber so die ganzen Hörner und alles so rum. Naja, ist vielleicht einfach nur, weil die Hörner so breit sind. Ja. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Also jetzt für euch gleich. Und... Ja, für uns ist es auch noch gleich, das sind ja 30 Minuten, aber danach hinein wird es noch ein paar Cuts geben. Wir lassen dann die Gigas schlüpfen und wir brauchen eigentlich gar nicht so viele Gigas. Wir gehen ja sowieso mit den drei ganzen Titans dorthin, die wir ja auch noch zähmen werden. Aber das machen wir jetzt nicht nochmal. Das haben wir jetzt schon so x-mal gemacht, das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Und egal, also bis später. Guck, wir zurück, Leute. Oh, das schlüpft schon das erste. Irgendwo da unten drunter ist eins geschlüpft. 129er. Oh, da ist noch einer. 168 ist aber schon recht hoch. Das ist schön. Und? Wie sieht's aus bei den anderen? Spätzünder? Müssen wir mal helfen? 11 Sekunden noch. Da ist noch einer geschlüpft. Guck mal. 155. Und? Wieder 129. Hier sind 168, aber das war recht gut, ne? Aber hier hat man wieder fucking Farbe. Ja. 175. Sehr schön. Und noch ein 175er. Und? Hast du hier Fleisch rausgenommen? Ich hab nichts Fleisch rausgenommen, ich hab kein Fleisch, ne. Dann mach das mal. Hab die gerade mal gesteckt. Boah, die haben so eine riesengroße Dings, ne? Wie heißt es? Hitbox. Total ätzend.
Der Collider ist zu groß. Oh shit, ich komme hier nicht hin. Ich komme hier echt nicht hin. Egal, ich fütter die schon mal. Du kannst sie einfach alle mal imprinten, ist auch Wurst. Wir machen eher noch eine Fuhre daraus. Hier schreibt bestimmt irgendjemand, der Alex, warum hast du die jetzt gerade gesplittet? Das habe ich irgendwie gerade einfach nur so gemacht. Ich weiß auch nicht, gerade irgendwie instinktiv gesplittet habe ich die. Kommst du an die anderen Tiere da hinten dran? Ja, ich glaube. Ah, ich hab's. Der ist noch irgendwie ein Grüner, den kann ich, da komme ich nicht dran. Ich weiß nicht, ob du an dem dran gekommen bist, der hintere irgendwie so, der, oder bist du in der Mitte irgendwo. Wo müssen die mal auseinanderziehen? Nee, ich meine, der Scheifen, Alex. Entpfeifen. Ach, entpfeifen soll. Nein, ich hab Gruppe gemacht. Oh. Ja, machen wir erstmal einen nach dem anderen. Über den jetzt erst. Zirbel wandern. Wir jetzt einen nach dem anderen Vordex. Mach das. Die Folgegeschwindigkeit auf die niedrigste Wandern ausmachen und Fleisch geben. Bum, 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 dum, dedum, dum, dedum, dum, dum. Ah, willst du schon rausziehen, okay? Ja, wenn die da drin erwachsen werden, wäre ja problematisch. Ja. Bis die wirklich erwachsen werden. Dauert zwischen noch einen Tag. Ja, natürlich die Distanz nicht eingestellt. Komm, komm, schaffst du, komm, Kollege. Hab jetzt was. Also irgendwann Samstag werden die dann fertig sein. Mach das mit eigentlich hingekriegt und nächsten. Du bist mir auch noch aus. Was hab ich? Du lässt ihn jetzt hier stehen, wenn du nicht rausbekommen hast. Achso, du warst gerade nicht, weil du warst gerade davor und hab ich gedacht, du wolltest ihn nehmen. Nee. Die Distanz, Distanz, Distanz. Wo war die scheiß Distanz? Wo steppt man rum ein? Folgestand, ja, ja, aber. Oh, oh. Folgedistanz hast du doch gerade. Hab ich doch gerade gesagt? Hab ich doch wirklich gesagt, ja. Oh mein Gott. Kannst du echt vergessen manchmal. Oh, was? Junge, das ist aber echt. Das müssen sie echt mal. Irgendwann mal ändern. Irgendwann? Das werden die niemals ändern. Das war ja auch der Witz. Hast du Wandern ausgeschaltet? Na klar. Was zu essen gegeben? Ja. Eigentlich bei allen, aber ich kam vielleicht nicht bei dem in der Mitte dran. Der müsste was zu essen haben, der hier. Fein, ja. Fein, fein. So, wie ein braver Vater. Na klar. Rabenvater. Wenn man mal geguckt, ob es Weibchen, Männlein, Männlein, Weibchen. Ja, ja, gibt's. Und diverse ist. Ganz viele diverse. Der läuft irgendwie so voll wie so ein Model. Immer so ein Bein nach vorne, auch vor dem anderen. Schon coole Typen hier. Also, was haben wir hier? Es ist ein Männlein. Noch ein Männlein. Kann das nicht mal ein Weiblein sein? Ich reite doch lieber auf Weiber. Ist das? Das ist ein Weibchen. Das ist ein Weibchen und Level 175. Das ist auch gut. Welches ist denn der höchste von. Ah, du hast noch nicht rausgeholt, den hohen. Die höchsten. 164 war der andere. Nee, 100. War hatte ich noch ein höherer? Ich weiß es gerade gar nicht. Da war noch einer. 168. 168. Ah, nee, andere waren sogar höher. Die 175er waren größer. Aber wir brauchen einfach alles. Ah, niedrigste gibt's ja auch noch. Folgedingsbums. Ja, komm mit. Ach, muss ich erstmal anpfeifen. Feuwehr, kommt immer mit hier, Kollegen. Ja, hey, Feuwo. Geh weiter. Geh weiter. Guck mal, Papa. Vögel. Geh weiter. Geh weiter. Es gibt keine Katzen in Amerika. Und der Käse wächst an den Bäumen. Nee. Also glaub, du musst nochmal zur Schule gehen, du hast da ein bisschen was vertan. Nee, es gibt keine Katze in Amerika, das haben sie mir so beigebracht. Und der Käse wächst an den Bäumen.
Und es gibt bald eine Mauer. Ganz lange. Hoffentlich. Ganz lang zwischen Ark und Ark. Und hoffentlich, die ersten Leute wollen schon die Tastatur zücken. Was, Rassist hier? Oh Gott, er hat nichts zu essen. Ich bin er hat nichts zu essen. Ess schnell. Oh Gott, der Arme. Ich hab doch gesagt, das wäre der in der Mitte, der hier gemobbt wird von den allen, der nichts zu essen bekommt. Der hat schon fast den Kurzen gezogen. Er hat einen Kurzen gezogen. Jetzt habe ich die Mücke gekriegt. Ich habe die Mücke. Die Mücke wollte wirklich jetzt gerade ganz, ganz nah. Sag mal, kommt der nicht? Habe ich nicht gepfiffen? Wieso kommt der nicht, der Grüne? Oh, oh Gott. Ist er gut? Nein, schieb mich nicht weg! Mann! Classic. Oh, jetzt geht er hinter die Tür. Nein, nein. Du Scheißvieh, ey. Ich hätte dich verhungern lassen sollen. Jetzt ist er doch draußen gewesen. Ja, wir könnten das auch mit Kryo kurz machen. Ja, wir wissen das. Nein, wir wollen das nicht. Du Arsch! Ich wollte gerade sagen, hast du mich schon wieder empfiffen, Junge! Ey, Kollegen! Pack mal deinen. Ah, da kommt er doch. Ihr kennt das ja nicht anders bei euch, ne? Es wird hier rumgeschwänzelt. Und das ganze Rumlaufen und die Hitboxen, es ist ein Genuss. Komm, Mädel. Wer ist ein Mädel? Nee. Wie viel haben wir wirklich nur ein Mädel? Eins? Zwei, okay. Huch, hier ist schon kurz im Sterben. Kein Fleisch drin. Hab gerade was reingetan. Oh, hier ist noch einer, 168. Oh, guck mal, wir haben drei Mädels. Was war das hier, einer? Noch ein. Ach, cool. 129. Aber komm, wir haben... Also, ich weiß noch nicht, der Low... Das ist der Lowste von allen. Das kann man noch machen. Die sind nicht unter 100. Da kann man doch sich überlegen, das mal nutzen. Warte, warte, bleib da, bleib da. Ich hol ihn mal hier raus. Lass mal. Müsste eigentlich hinter mir jetzt herkommen. Nö. Das ist Mandagama angegriffen. Auch. Naja, der kann auch da. Den wollte ich so da parken, genau. Ja, ja, ja. Der hängt in der Tür, muss die Tür mal aufmachen. Hab ich schon versucht. Ich habe die Tür mal aufgemacht. Ist besser? Ja, war jetzt andersrum gedacht, weil der war ja eingeklemmt. Deswegen eine Türe auf. Mensch! Erste Schokolade. Sehr schön. Das sind unsere Baby-Muppets. Kennt ihr mal die Comic-Serie? Die Baby-Muppets. Baby-Muppets. La 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 la. Egal. Das lassen wir jetzt mal weg. Okay. Ich glaube, wir sind soweit. Hat er was zu essen? Ja, der sieht ziemlich gut aus. Oh, hier haben wir nur 25 Klümpchen Fleisch. Das machen wir aber jetzt noch. Hast du was dabei? Ja. Okay. Okay, Leute, dann sagen wir mal, wir sehen uns dann im nächsten Schnitt. Wenn dann, entweder machen wir es bei einem Imprinting oder wir machen es direkt kurz vor Ende oder sowas. Mal sehen. Gucken wir mal, wie es mit der Zeit aussieht. Wir müssen uns jetzt langsam sputen. Ich muss dann jetzt auch langsam mal, oder wir müssen langsam mal die Leute organisieren, die mitmachen sollten bei dem Fight gegen den King Titan. Dann müssen wir, es wird wieso noch ein paar Folgen geben, aber das wären dann die Folgen, zum Beispiel die Organisationsfolgen. Das wäre dann, wie die ganzen Tiere zum King gebracht werden, denke ich mal. Kommt auch noch dazu vielleicht. Damit ihr versteht, wie das alles geht, vonstatten geht, wie wir die ganzen Gigas darüber bringen mit dem Teleporter und so weiter und so fort. Und dann geht's langsam los. So, machen wir's. Bis gleich. Mmh. Ihr seht, Babys sind noch da. Hat sich auch nicht viel getan. Aber wir können schon das erste Imprinting machen. Das bedeutet,
Einmal spazieren gehen. Mal gucken, was haben wir hier. Spazieren gehen. Ich hänge an so einem Dings fest. Spazieren gehen. Was machst du? Wie hast du das gemacht? So schnell? Angepfiffen. Einfach einmal gepfiffen, das war's? Das sieht bei den Jungtieren oft das. Bin schon fertig, oder? Der Film. Bei dem geht's nicht. Doch, jetzt geht's. Okay. Folgt ihr mir noch? Der folgt mir noch. Ah, okay. Gut. Ihr seht, wie schon von rein schon verfolgen gesagt, wir cheaten hier unsere Printings. Machen wir immer so, ne? Das ist auch gecheatet. Sehe ich sofort. Auch diese ganzen Partikel, die du gemacht hast. Alles gecheatet. Wie sieht es eigentlich mit dem da hinten aus? Hast du den schon gemacht gehabt? Der ist noch nicht. Der ist doch schon. Der ist schon. Okay. Irgendwie ist der so abseits. Der tut mir irgendwie so ein bisschen leid, ne? Doch deiner. Nee, ist das wirklich meine? Nein, das ist meiner. Ich wollte gerade sagen. Warum tust du denn dafür? Ich wollte jetzt gerade ein schönes Foto von dem machen, Mann. Mach doch. Hast du Zeit? Ich versuche ja. Es leckt immer. Wenn ich ein Foto schieße, leckt es, aber das Spiegel läuft gemütlich immer weiter. Das ist so bescheuert gemacht. Guck mal, wie groß der ist. So groß wie ich. Ja, schönes Foto. Guck mal, wie Mama guckt. Guck mal, Mama guckt schon hinter dir her. Okay. So sieht's aus, Leute. Immer so, mein. Wir machen weiter mit den Imprintings und währenddessen. Ach ja, Leute. Ihr wisst ja Bescheid. Wir, ich sag das natürlich, wir streamen, ja. Und ich sag mal ganz, ganz klar, wir viele von uns streamen, ja. Nicht nur ich. Wenn ihr auf Twitch geht, jetzt kommt natürlich, ja, mach doch mal auf YouTube. Nein. Wir, oder besser gesagt, ich streame ausschließlich nur auf Twitch. Das hat aber nichts damit zu tun, weil ich dort unter Vertrag stehe oder sowas. Ich stehe auch nicht unter Vertrag oder sowas. Aber wir machen das so, oder ich mache das schon. Indirekt, ja. Es ist das Affiliate-Programm. Da kann ich aber auch austreten, wann ich möchte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich keine Partnerschaft oder sowas habe oder so. Dort. Und dort spielen wir live mit euch. Live. Ich spiele jeden Freitag und jeden Sonntag live. Freitag wird das meistens mit euch. Da machen wir meistens immer was alle zusammen. Sogar sind wir manchmal im TS. Ihr müsst nur da sein. Ihr müsst auch wissen, dass wir das machen. Und Sonntag ist meistens immer der Horror-Stream. Der Stony Boy, der streamt letzte Zeit auch ziemlich viel. Samstag, genau. Das ist diese Lücke, die ich dann immer offen lasse. Welches Spiel war das nochmal? Sie? Derzeit Sekiro. Sekiro. Das hat ja super, super Sekiro. Gute Bewertung bekommen. Ja, ist auch super toll. Dann. Und schwer. Ist sehr schwer. Ich habe mal zugeguckt, fand ich ganz cool, aber es wäre nichts für mich. Nicht? Herzlich die zu schenken. Nein, ich bin weg. Dann, ihr wisst, dann gibt es noch den. Was ist, wenn ich es dann doch mache? Dann gebe ich es weiter als Giveaway. Das ist direkt als Key freigeschaltet bei dir. AC, kannst du nicht weitergeben. Dann einmal in den Chat bitte. Hashtag MetalBacker schuld. Der MetalBacker, der streamt nämlich auch. Auch auf Twitch. Und der MetalBacker, der streamt vieles Mögliche. Auch Monster Hunter World oder Mordhaut. Das habe ich auch schon mal gemacht. Dead by Daylight, sehr stark. Bitte? Dead by Daylight. Dead by Daylight oder Left 4 Dead. Das ist ganz cool. Dann gibt es den Urugami. Das ist der Erik. Der streamt auch. Der macht. Der macht ziemlich viel Fortnite. CSGO. Und er kocht auch. Er macht ein bisschen Livestreams in seiner Küche. Also das ist auch ganz lustig. Da hat man so ein bisschen Abwechslung. Ihr könnt ihn auch allen folgen. Ich versuche die mal alle da unten zu verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Dann haben wir die Ruffy. Die Ruffy, die streamt Monster Hunter World, Dead by Daylight, auch ganz viele andere Games. Dead by Daylight nicht? Dead by Daylight nicht. Nein. Ich spiele kein Dead by Daylight. Ich streame derzeit eigentlich nur Monster Hunter. Monster Hunter, okay. Wer war nochmal? Ich bin noch, da ist noch irgendjemand, der noch streamt. Krillin streamt? Krillin, genau, der Krillin streamt, den habt ihr ja vielleicht, für die Leute, die den jetzt aus Twitch kennen. Wir haben da zusammen auch schon mal Sea of Thieves unsicher gemacht, genau, der streamt. Entweder macht er Sea of Thieves oder er macht dann eben ein paar Retro-Games. Er macht auch, hat ja auch einen kleinen YouTube-Kanal. Guck mal, wir machen heute mal Werbung für alle. Ist doch schön. Dann, wenn wir mal Werbung gerade für YouTube machen. Da ist die Sandy Moonlight. Die Sandy Moonlight, die kennt ihr ja vielleicht aus der Staffel. Oh Gott, was war das, eine Staffel mit Ragnarok? Ja, überleg mal ganz scharf nach. Weiß ich nicht mehr. Acht war es, ja. Die war dabei. Da könnt ihr folgen. Wem habe ich noch vergessen? Ich habe wieder irgendjemand vergessen.
Ich überlege gerade nochmal, bevor ich nachher einen Message bekomme, denkst du, hast mich ganz vergessen. Und alle anderen, die zufälligerweise auch diesen Kanal folgen und auch YouTube oder sonstiges machen. Ich überlege gerade noch. Fällt keiner ein. Ja, ja. Mir fällt auch, glaube ich, keiner gerade mehr ein. Ne, ihr könnt... Vielleicht bald Benny, der will ja, wenn er eine bessere Kursion hat, will er da drüber streamen. Das wäre schön, das ist auch eine schöne Sache. Wir machen wir halt, wir haben jetzt hier Stück für Stück streamen die hier alle und machen mal. Das ist ja, ganz toll. Hast du noch keine Partnerschaft? Können wir Co-Stream machen? Hä? Was soll das? Bemühe ich mal. Ja. Ich könnte mal nachfragen. Ja, mach das mal. Ja. Können wir eigentlich mal einen Co-Stream machen? Mach ich. Stimmt, ich muss das machen, aber weißt du warum? Dann kriege ich nämlich bei der Gamescom dort einen Pass. Da kann ich nämlich dann dort in den Stand reingehen. Da gibt es nämlich was zu trinken umsonst. Ja! Ach du Ratte! Nein! Okay. Machen wir noch ein Imprinting, glaube ich, ne? Leute, wir sehen uns gleich. Und dann machen wir weiter mit der Werbung. So, meine Lieben. Ihr seht, die... Babys werden immer größer. So. Oh, sorry. Falsche Taste. Die Babys werden immer größer. Hier will einer Superior Kibble haben. Was soll der hier? Mach ich gleich. Lass den kurz wandern, den da. Wobbelst ja, genau. Ja, mach ruhig. Zieh mal. Ja, du bist ja schon mal dabei. Hol das Grill. Dann komm mal hier. Lass du wandern. Lass ihn wandern. Komm mal hier. Na komm. Superior Kibble, was da. Okay. Haben wir zwei Stück noch da. Na komm. Komm, Baby. Komm, Baby, komm, Baby, Baby, komm, komm. Komm, Baby, komm, Baby, Baby, komm, komm. So. Den haben wir. Wir waren noch irgendjemand, der was wollte? Nee, ist okay, ne? Alles gut drauf. Okay, hast du sie. Der da hinten steht also der rum. Der braucht 1 Minute 21, will der. 31 Sekunden. Okay, dann warten wir mal ganz kurz, was sie wollen. Ja, 47 Sekunden. Die paar Sekunden können wir noch warten, Leute. Ja, Minute. Und, aber das, ich denke mal, dann... Die haben so komische Augen, so voll die Murmeln. Das ist aber eine coole... Die haben die Augen von Sauron. Ja, wenn du das Auge anguckst, das ist genauso das Feuerauge aus Herr der Ringe. Wo haben sie so kopiert und eingefügt? Ja, bestimmt. Sieht doch wirklich so aus. So ein bisschen, mit dem Feuerring. Jetzt hör auf, mir in der zu. Knuddel. Oh. Ja, du hast gut. Knuddeln. Du brauchst wenigstens nicht laufen. Kommt da noch irgendjemand? Wer will was? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Der da hinten gleich. Ja, den hol ich mal hier. Das ist von geflohen. Aufmüpfig, ne? Hallo? Kannst du kurz. Aber wo muss ich. Wo ist auf die andere Seite der Karte? Hast du den irgendwie. Was hast du festgeklebt? Der bewegt sich nicht. Ja. Dann hau ihn mal. Egal, wir lassen jetzt da hinten stehen. Ach, der will. Nee, noch kein Schnuller. Ah, hier, der will Schnuller. Was willst du denn? Exceptional Kibble will der hier haben. Auch eine tolle Wurst. Der will ja. Jetzt kommen hier die Gourmet-Schmatze. Ja, wir müssen gleich noch kochen, ja. Haben wir Giga, ich glaube Giga, Giga dafür. Basic Kibble hier. Du ja, Arschgesicht. Muss man auch kochen, haben wir gerade euch da. Da kochst du das eine Zeugs und dann wollen sie für das andere Zeugs, ne? Was haben wir denn hier? Liebeskibble, Superior Kibble. Hast du noch was von Superior Kibble? Ne, muss ich auch kochen. Okay, hast du noch, okay. Alles klar. Leute, wir machen das gleich eine kleine Kochshow unter uns zusammen und versalzen den Brei. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wir machen jetzt hier noch die Babys fertig. Das könnte noch was dauern, aber wir reden hier gerade. Über Gott und die Welt. Das ist immer schön. Okay, bis dann. Tschüss. Ich gehe ins Wasser.